Großer Bahnhof war am 10. August in Groß-Jena. Mit vielen am Bau Beteiligten, Gästen und Anwohnern wurde die Fertigstellung einer neuen Brücke über die Unstrut gefeiert. Das ist bereits die vierte Brücke an dieser Stelle seit 1907. Die erste Brücke, das war die, war 1910 gebaut, da lebte ich ja noch nicht. Aber als Kind bin ich schon drüber gelaufen. Und das war eine Brücke, die war im Prinzip so fast so schmal, da durften keine zwei Autos sich begegnen oder Pferdefuhrwerke. War ziemlich schmal, ein kleiner Fußweg war da. Es war nur aus Beton, war eine schöne Bogenbrücke, sah eigentlich ganz gut aus. Und wie gesagt, für die Verhältnisse damals reichte sie. Aber dann kam der Krieg und da wurden die Brücken ja überall gesprengt. Und die Sprengung war so heftig, ich habe die noch erlebt am 12.45, dass die Betonteile von hier bis zum Dorfplatz in Groß-Jena flogen. Und da war natürlich die Brücke dann kaputt. Wir hatten keine Möglichkeit mehr hier nach Naumburg oder Freiburg zu fahren. Noch im Jahr 1945 wurde mit dem Bau einer Holzbrücke begonnen. Im Januar 1984 wurde Brücke Nummer 3 aus Stein und Beton eingeweiht. Doch deren Ende wurde 2013 durch das Hochwasser eingeleitet. Das Hochwasser hatte die Fundamente freigespült. Die Brücke bekam Risse. Hochwasser war 2013 ja dramatisch im Burgenlandkreis, auch hier in Groß-Jena. Und diese Brücke hatte so viel Schaden genommen, dass sie nicht mehr repariert werden konnte. Wir wollten sie reparieren, aber wir haben dann festgestellt, die Schäden sind so groß, dass ein Neubau erforderlich ist. Und dann braucht man natürlich Zeit, Planungsvorlauf, Ausschreibungsphasen, sodass wir jetzt im Jahr 2018, also 5 Jahre später nach dem Hochwasser, dann hier diese neue Brücke haben. Und ich glaube, die Groß-Jenerinnen und Groß-Jener sind froh, dass die Brücke, die jetzt steht, doch eine andere Qualität hat als die alte. Haben wir vorhin schon gesagt, teilweise nur noch Schritt fahren, viel schmaler, schlecht für die Fußgänger. Das hat sich jetzt alles hier doch deutlich verbessert. Insofern sind wir zwar nicht froh, dass es das Hochwasser gab, aber dass zur Beseitigung der Hochwasserschäden der Bund uns zu 100% diese Brücke und viele andere Baumaßnahmen finanziert hat, das hätten wir aus eigener Kraft nicht geschafft. Groß-Jena ist ein kleiner Ort, dennoch ist die Brücke wichtig. Wir wissen ja alle, Groß-Jena hat touristisch viel zu bieten. Ich sage mal Klinger, Weinberg, das steinerne Bilderbuch, was hier gleich um der Ecke ist. Das ganze Thema Weinbau ist überhaupt ein sehr sehenswerter Ort. Die Nähe zu Freiburg, auch auf diesem Weg mal dahin zu fahren. Also es ist auch touristisch relevant, aber in erster Linie haben wir das schon für die Einwohner hier gemacht und nicht für die Gäste. Der neue kleine Parkplatz, da können auch mal Gäste der Einwohner parken. Insofern hoffe ich, dass alle zufrieden sind. Ja? Okay. Das ist wirklich ein großes Bauwerk, was hier für Groß-Jena ist und für die Geschichte und für die Zukunft. Das ist die vierte Brücke, die wir in 100 Jahren haben. Ja, und das ist erstmal, die hält noch mal 100 Jahre mindestens, ne? Und wenn nicht noch länger. Doch bis zur Fertigstellung brauchte es einige Zeit. Es sind viele Voraussetzungen, die geschaffen werden müssen, um erstmal den Baubeginn vor Ort zu sehen. Und die Voraussetzungen sind unter anderem, es muss planerische Gesichtspunkte müssen berücksichtigt werden. Es musste hier ein Planverfahren gemacht werden, was wir Gott sei Dank durch einen Planverzicht realisieren konnten. Dadurch wird auch schon etwas Zeit gewonnen haben. Nach den Vorliegen des Planverzichtes mussten die Ausschreibungen vorgenommen werden, um erstmal ein Planungsbüro zu bekommen, also sprich ein VOF-Verfahren, und dort dann die Planung erstmal im Gang zu setzen. Und alleine der Planungsprozess hat ungefähr gedauert 1 Jahr. Und da waren dann von der Planung her die Unterlagen reif zur Ausschreibung. Dann konnte erst die Baufirmen ausgewählt werden nach dem Verfahren. Und erst danach musste eine Bauanlaufberatung, Vorbereitungen gemacht werden für den Beginn der Baumasse. Und erst dann ist der Tag vor Ort, wenn gebaut werden kann. Und das nimmt eben sehr viel Zeit in Anspruch. Und wenn wir sehen, die Baumaßnahme insgesamt hat ja 1 Jahr gedauert. Das ist ein sehr guter Zeitraum bis zur Fertigstellung.